drei Jahre und länger warten Hartz-IV-Empfänger auf ihre Prozesse vor den Sozialgerichten. Dort werden sie von den Richterinnen und Richtern oftmals nur veräppelt. Dadurch haben die Jobcenter die Möglichkeit, die sozialen Schwächsten ohne Probleme in Angst und Schrecken zu versetzen. Wir brauchen mehr Menschen wie Inge Hahnemann. Sie ist Angestellte des Jobcenters Hamburg gewesen und hat sich für die berechtigten Interessen von Hartz-IV-Betroffenen eingesetzt. Leider ist sie nun krank und kann daher ihren Gruß nicht selber vortragen. Dies wird Horst Schneider machen. Ja, ich muss das vielleicht ein bisschen ergänzen. Und zwar, Inge Hahnemann ist suspendiert worden vom Dienst, weil sie sich geweigert hat, Sanktionen auszusprechen. Weil sie irgendwann mal begriffen hat, dass dieses System nur dazu da ist, Menschen zu brechen. Auch wenn die Leute dort über Qualifizierungsmaßnahmen reden, so heißt es im Grunde, jede Maßnahme, die dort durchgeführt wird, ist eine Dequalifizierungsmaßnahme. Und zwar geht es immer darum, euch von dem, was ihr jemals gelernt habt, runterzuholen, um euch dann später als Ungelernte irgendwo hinzuschicken, als Leiharbeiter, als Werkvertragsarbeiter oder. Okay, ich lese euch den Brief, den sie mir halt mitgegeben hat, so wie sie ihn geschrieben hat, vor, auch wenn es die ersten Sätze für mich ein bisschen peinlich ist, sie meint es gut. Okay. Liebe Engagierte der 10. Herbstdemonstration heute am 19. Oktober in Berlin. Leider hat mich eine ziemlich starke Erkältung mit Fieber niedergestreckt, sodass ich doch kurzfristig beschlossen habe, das Sofa zu hüten. Aus diesem Grund bat ich meinen solidarischen Freund Horst Schneider aus Hamburg, ein paar Worte an euch zu richten. Ihr habt verstanden, was ich meine. Auch wenn ich euch jetzt nur mental sehe, freut es mich, dass ihr zur 10. Herbstdemonstration erschienen seid. Dafür erstmal ein Dankeschön. Es ist sehr wichtig, dass sich immer mehr Menschen, viel, viel mehr Menschen auf der Straße versammeln, um sich gegen die unsägliche Agenda 2010, sprich aktuell Hartz IV, auszusprechen. Die Agenda 2010, ein Machtinstrument, welches in die gewollte Armut führt, inklusive Altersarmut, und weiter dazu führt, den prekären Arbeitsmarkt immer weiter zu steigern und die Menschen in Ängste zu treiben. Existenzängste, Scham, Mutlosigkeit, Kinderarmut und Flaschensammler auf den Straßen. Willkür und die Bedrohungen durch die Sanktionen prägen das heutige Bild der Arbeitsmarktreform aus dem Jahr 2003. 10 Jahre, die den Neoliberalismus förderte, Lobbyisten immer stärker werden und Hartz-IV-Empfänger, die stigmatisiert werden. Ist das noch normal, dass Hartz-IV-Kinder in der Schulkantine ausgegrenzt werden und in einem extra Speisesaal essen müssen? Nein, das ist eine Kasteneinteilung, die so in unserem Staat nicht sein darf. Ist es noch normal, dass Hartz-IV-Empfänger kaum bis gar nicht die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben? Nein. Das stellt für mich eine bewusste und gewollte Ausgrenzung dieser Menschen dar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und doch passiert genau dieses tagtäglich. 10 Jahre Agenda 2010. 10 Jahre zu viel. Fakt ist, dass wir bei weitem nicht genügend Arbeitsplätze haben und uns das doch immer wieder vorgelogen wird. Fakt ist, dass wir genügend Fachkräfte haben. Die Jobcenter formen jedoch aus den Fachkräften ungelernte Kräfte. Einzig und allein mit dem Ziel, diese scheinbaren ungelernten Kräfte in den prekären Arbeitsmarkt zu verfrachten oder anders ausgedrückt zu versklaven. Deutschland produziert so billige Arbeitskräfte sowie auch billige Produkte. Die Leidtragenden sind die Erwerbslosen, aber auch unsere europäischen Nachbarländer. Denn unsere Exportgewinne sind deren Verluste.
Menschen sollen mit der Agenda 2010 gefügig gemacht werden. Seien es die Erwerbslosen unter Androhung von Sanktionen in den Jobcentern oder die noch Erwerbstätigen mit dem Ziel, dass jede Arbeit ja besser ist als Hartz IV, auch wenn sie nicht einmal zum Überleben reicht. Schließlich will man ja nicht im Jobcenter landen oder Harzer sein. Eine Gesellschaftsspaltung par excellence oder auch eine Spaltung zwischen Erwerbslosen und noch Erwerbstätigen. Aber auch eine noch tiefere Spaltung zwischen Arm und Reich. Erwerbslose gegen Erwerbslose, Kinder gegen Rentner, Gesunde gegen Kranke. Deutschland nennt sich Sozialstaat. Ein Sozialstaat, in dem mindestens 10 Millionen Menschen ausgegrenzt werden. Okay, die CDU, die SPD, die Grünen und die FDP feiern sich dafür. Nein, sie sollten sich nicht feiern, sondern sich im Grunde Boden schämen. Und das ist, was ich an Inge mag. Inge ist sehr couragiert, sie geht auf die Straße, sie geht in die Versammlungen, sie kassiert kein Geld dafür, sie klärt auf, egal was die Konsequenzen für sie daraus sind. Dankeschön.